Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge Let's Play XCOM UFO Defense. Da ist mir kurz der Name entfallen. Und gleich von vorne weg schon mal einen herzlichen Dank an Ravi. Der hat mir nämlich geschrieben, dass ich sehr viel Scheiß in meinen Lagern habe, den ich doch durchaus verkaufen könnte. Und zwar die ganzen Alien-Leichen. Da brauchen wir jeweils nur eine einzige, um mit ihnen zu forschen. Was zwar an sich eigentlich kein wirklich sinnvoller Forschungs... Also, wenn man einen toten Sektoiden, also einen Toten untersucht, kann man, glaube ich, wenig über das... über Normalitäten, also über also wenn ich jetzt einen toten Sektoiden untersuche, kann ich jetzt nicht sagen, das ist typisch und ganz normal für die Rasse, sondern da müsste man eigentlich, glaube ich, schon ein bisschen mehr untersuchen. Aber wenn dem Spiel das genügt, dann ist das halt so. Und genauso außerirdische Nahrung, Unterhaltung und Chirurgie waren das, glaube ich, kann ich auch verkaufen. Da brauchen wir nicht wirklich so viel. Und oh, wir haben sogar einen Energieanzug fertig. Das ist sehr schön. Gut, dann verkaufen wir das Ganze mal. Und außerdem hat sich bei den Soldaten auch ein bisschen was getan. Ich habe hier angefangen, wieder die Soldaten zu benennen. Jetzt mit dabei sind Samus Aran von Metroid oder Super Metroid. Ravi ist selber auch mit dabei, auf Wunsch. Und weitere Namenswünsche werden natürlich auch gerne mit angenommen, weil es werden durchaus noch ein paar Soldaten mit dazukommen. Dann haben wir Zelda, Link, Sheik und Impa von The Legend of Zelda mit dabei. Der Prinz von Persien, von Prince of Persia. Alice Little von American McLee's Alice oder Alice Madness Returns und Gordon Freeman und Alex Vance von Half-Life. Gut. Und was ich auch nochmal machen wollte, wo ich auch schon eine ganze Weile nicht mehr reingeguckt habe, sind die Diagramme. Okay, und zwar möchte ich mal schauen, wo denn hier die Scheiße so abgeht. Nordamerika war es mal ziemlich krass, aber da haben wir auch eine Basis schon errichtet. Und da müsste der Hangar eigentlich auch demnächst fertig sein, dass wir da unseren Skyranger ausrüsten können. Arktis, ja gut, da ist ziemlich konstant, da sind immer wieder welche. Das haben wir aber auch schon festgestellt. Antarktis, da ist nicht wirklich was, das ist sehr schön. Südamerika hält sich auch ruhig. Europa haben wir auch gut unter Kontrolle. Nördliches Afrika, da steigt es ein bisschen. Aber das decken wir mit unserer Mother Base auch noch ab. Zentralasien war ein bisschen was. Südostasien steigert es ein bisschen. Sibirien ist nichts. Australien steigert es auch ein bisschen. Pazifik, Nordatlantik. Ja gut, die Meere sind jetzt nicht so interessant. Aber Indischer Ozean, Australien und Südostasien zeigen doch schon eine leichte Steigerung an. Vielleicht... Und wenn ich mir jetzt die Weltkarte mal so angucke, also ich denke mal so den Nordamerika und Europa mit Nordafrika haben wir gut abgedeckt. Südafrika und Südamerika wär halt eventuell auch noch interessant. Aber was wir noch ein bisschen vernachlässigt haben, ist, also hier von Europa geht es ja auch noch ein bisschen Richtung Russland rein. Aber jetzt hat hier dieser Bereich... Vor allem jetzt Südostasien und Australien und Indischer Ozean, wenn da jetzt halt anfängt ein bisschen mehr zu werden, dann bin ich am überlegen, ob ich vielleicht einen neuen Stützpunkt baue. Und ich glaube, das mache ich auch. Und ich glaube, den werde ich im nördlichen Australien machen. Und den nenne ich jetzt einfach mal Down Under. Und Position für den Hauptaufzug wählen. Da werde ich mich an dem Outfit, also an meine Vault 13 orientieren. Und dann baue ich hier auch gleich nochmal Einrichtung bauen, einen Hangar, dass wir hier auf jeden Fall einen Hangar haben und Quartiere. Alles klar. Gut, dann haben wir auch schon unsere dritte Basis, die noch im Bau ist.
Hier Vault 13 geht es inzwischen auch schon relativ gut. Der Hangar dauert noch 7 Tage und wir können ja auch schon mit ihm ein bisschen auf Empfang gehen. Aber ich glaube, wir haben jetzt seit genügend Zeit mit Basisverwaltung und sowas verbracht. Deswegen werde ich einfach mal weiter scannen und mal schauen, was noch so passiert. UFO 29, groß am Boden im Süden. Ich weiß zwar nicht, wo südlich von was das ist, aber weil das so ziemlich der nördlichste Punkt ist. Aber abfangen. Ach, bevor ich den abfange. Stützpunkte. Raumschiff ausrüsten. Skyranger 1. Besatzung. Samus Aran ist noch verwundet. Lilith ist auch noch verwundet. Und Jen Oz auch noch. Kann ich leider nicht mitnehmen. Ausrüstung müsste soweit passen. Vielleicht kann ich euch ja in... Energieanzüge haben wir einen fertig. Wer ist erstmal deine persönliche Rüstung? Besatzung. Feldwebel, Oberst. Feldwebel. Ich glaube, Chip bekommt den Energieanzug. Einfach nur, weil sie mit am längsten mit dabei ist. Und ich denke, das ist soweit in Ordnung. Dann abfangen. Skyranger 1. Dann geht's mal wieder in Richtung Nordpol. Und wehe, du hebst ab. Aber was die im... Boah. Abfangen. Abfangjäger 7. Verdammt. Zurück zum Stützpunkt. Irgendwas läuft da doch am Nordpol. Irgendwas ist doch da faul. Forschung abgeschlossen. Ab zu den Berichten. Schnitter. Diese zweibeinigen Fleischfresser. Dieser zweibeinige Fleischfresser hat mächtige Kiefer und ein, ungeheuren Appetit. Seine Handlungen werden durch eine Reihe von Gehirnimplantaten gesteuert. Die primitiven räuberischen Instinkte dieses Geschöpfes können lediglich für Terror- und Vernichtungsakte genutzt werden. Schnitte werden im Allgemeinen mit Treibern in Verbindung gebracht. Okay, dann scheint das so eine Art Haustiere von den Aliens zu sein, die alles auffressen wollen, was ihnen irgendwie zu nahe kommt. Okay, an was forschen wir? Bewegung, Plasma, kleine Abschussrampe, klingt interessant. Blasterabschussrampe natürlich auch. Ich weiß jetzt, Blasterabschussrampe klingt eher so nach Raketenwerfer und kleine Abschussrampe. Ich glaube aber, die gehören... Ich glaube, mit der kleinen Abschussrampe können wir Betäubungsbomben und außerirdische Granaten verschießen. Mit der Blasterabschussrampe halt die Blasterbombe. Und nachdem ich die Betäubungsbomben recht interessant finde, spiele ich mit dem Gedanken, die kleine Abschussrampe zu erforschen. Aber was natürlich auch interessant ist, ist die UFO-Navigation. Aber ich glaube, ich möchte erstmal meinen Trupp ein bisschen optimieren, deswegen forsche ich mal an der kleinen Abschussrampe. Projekt starten. Dann darf dran forschen, wer dran forschen kann. Jetzt stehen 45 Forscher stehen um eine kleine Abschussrampe herum und doktern an dem Ding rum. Auch ein schönes Bild, wenn man sich das so vorstellt. Und wir scannen weiter. Produktion von Raketenabwehr in Mother Base ist abgeschlossen. Das ist sehr schön. Jetzt können wir da, wenn wir eventuell angegriffen werden, können wir uns auch ein bisschen verteidigen. UFO 30, klein, sehr hoch, im Südosten. Okay, abfangen. Da dürfte eigentlich der Abfangjäger 6 reichen, weil den Abfangjäger 7 hebe ich mir eigentlich für...
Okay. Spur verloren, zurück zum Stützpunkt. Aber die wollen wirklich hier runter. Ich glaube, das ist nicht schlecht, dass wir hier im Vorfeld schon mal eine Basis aufgebaut haben. Weil das dauert halt doch eine ganze Weile, bis man... Also sieht man ja an Vault 13. Vault 13 hat bisher eigentlich noch nicht wirklich was gemacht als gescannt. Und eventuell mal... Vault 13 Hangar ist abgeschlossen. So, sehr schön. Und dann können wir doch gleich mal einen Wissenschaftler Stingray. Wo sind Skyranger? Hier. Für 500.000 kaufe ich mir einen Skyranger. Der müsste demnächst ankommen und dann können wir die ganzen Marvel Superhelden auch mal in den Kampf schicken, aber die haben halt noch überhaupt keine Ausrüstung. Deswegen schaue ich nochmal kurz in die Mother Base. Raumschiff ausrüsten. Skyranger. Erstmal Besatzung. Okay, Samus darf wieder mit. Die anderen beiden sind noch ein bisschen verwundet. Rüstungen. Chip, habe ich gesagt, bekommt einen Energieanzug. Und ich glaube, Ian bekommt auch nochmal einen. Samus darf natürlich auch mit Energieanzug. So eine persönliche Rüstung passt ja gar nicht. Ja, Ravi bekommt auch einen. Zelda und Link bekommen auch noch einen. Und dann bekommt Jen einfach mal eine persönliche Rüstung. Und dann werde ich mal Transfers an Vault 13. Und zwar ein paar persönliche Rüstungen rüberschicken, dass zumindest ein paar Leute ein bisschen ausgerüstet sind. Wäre ja schade, wenn wir die auf einen Einsatz schicken müssten und die würden komplett nackt rumrennen. Das. Apropos. Stützpunktinformationen. Lager. Ihr habt Lasergewehre, 11 Stück. Dann müsste ich da eigentlich fast auch noch mal eins hinterher schicken. Transfers. Nach Vault 13. Haben wir denn noch ein Lasergewehr übrig? Schaut leider nicht so aus. Naja. Wird schon passen. Okay, persönliche Rüstungen sind in Vault 13 angekommen. Das ist schon mal sehr gut. Und wir scannen weiter. Produktion von großes Radarsystem in Vault 13 ist abgeschlossen. Okay, ich schaue mir jetzt... Vault 13 ist jetzt soweit erstmal ausgebaut. Der Skyranger müsste auch kommen. Und ich bin am Überlegen, hier eventuell doch ein bisschen Produktion mit einzubauen. Einrichtung bauen. Ich werde hier einfach auch eine Werkstatt bauen, dass sie sich autark versorgen können. Also wenn ich irgendwie wenn ich irgendwann mal Plasmawaffen oder so habe, dass sie sich ihre eigene Munition herstellen können. Das wäre vielleicht, glaube ich, nicht schlecht. Skyranger ist in Vault 13. Okay. Raumschiff ausrüsten. Skyranger 2. Besatzung. Erstmal dazu packen. Wer geht? 12 Leute. Ausrüstung. Oh Mann. Da wird dann nur einer mit. Einer wird nur mit Granaten ausgerüstet sein. Rüstungen. Fangen wir einfach oben an. Weil die oben stehen, werden als erstes aus dem Skyranger ausrücken. Okay. Das passt, denke ich mal, soweit. Raumschiff ausrüsten. Skyranger. Ausrüstung. Wie viele Lasergewehre haben wir hier? 13.
Dann schicke ich wenigstens Laserpistolen rüber. Roll 13. Laserpistolen 2 Stück. Noch irgendwas Interessantes, was ich darüber schicken könnte. Ich glaube, ich schicke auch schon mal ein bisschen, bisschen Illyrium und ein paar Alien-Legierungen rüber, dass wenn wir da boah, das kostet ganz schön viel. Naja, was soll's. Dass wenn wir da die Werkstatt haben, dass wir auch schon anfangen können, selber ein bisschen was zu produzieren. Ich glaube, das ist nicht verkehrt. Alles klar. Ist alles angekommen. Und schade, dass wir keins von den UFOs... Sehr hoch, das wird wieder sehr schnell sein. Ich glaube, da kommen wir nicht hinterher. Abfangen. Abfangjäger 7. Komm, den kriegst du. Ein großes... Schon wieder. Okay, abfangen. Sky Ranger 1. Moment, abbrechen. Stützpunkte. Vielleicht haben wir inzwischen wieder einen Energieanzug fertig. Raumschiff ausrüsten. Sky Ranger. Ja, wir haben weitere Energieanzüge. Okay. Geospace. Abfangen. Sky Ranger 1. Ab zu UFO 32. Abfangjäger 7 spielt noch ein bisschen mit dem großen UFO da unten. Ach, warum hauen die alle ab? UFO 31 Spur verloren. Abfangjäger 7, patrouillieren. Abfangjäger 7 zurück zum Stützpunkt. Ah, das ist ärgerlich. Warum sind die UFOs alle immer so schnell weg? So kann ich nicht arbeiten. So kann ich einfach nicht arbeiten. Forschung abgeschlossen. Bericht. Okay. Eine kleine Abschussrampe, die Betäubungsbomben abfeuert, sehr nützlich, um Außerirdische zu Leben zu fangen. Okay. Ja, wenn ich... Ich muss Betäubungsbomben erforschen, um die kleine Abschussrampe einsetzen zu können. Das werde ich jetzt auch einfach mal machen und danach geht's auf UFO-Navigation. Ich möchte... schnellere, effizientere Raumschiffe haben. Apropos Raumschiffe, hätte ich fast vergessen. Produktion. Nein, nicht Produktion. Einrichtung bauen. Ich möchte noch einen dritten Hangar hier haben. So schaut das nämlich mal aus. Da habe ich jetzt seit ein paar Tagen schon irgendwie weggeschmissen dafür. Und das ist echt ärgerlich, dass ich hier den Aliens nicht hinterherkommen. So, das machen wir. Den versuchen wir jetzt in die Folge noch abzuschießen. Abfangen. Abfangjäger 5. Der fliegt auch runter in Richtung Südostasien. Okay. Monatsbericht. Das ist doch ein perfektes Ende fast für die Folge. XCOM-Projekt Monatsbericht.
Wertung 1242, ausgezeichnet. Gelderdifferenz plus 532.000. Der Rat der geldgebenden Nationen ist mit ihrem bisherigen Fortschritt sehr zufrieden. Machen Sie weiter so. USA, Großbritannien, Deutschland, Italien, Spanien, Indien, Brasilien, Australien, Nigeria, Südafrika und Kanada sind sehr zufrieden mit ihren Fortschritten bei der Bekämpfung in den, der außerirdischen Eindringlinge und haben eine Erhöhung der Gelder eingeleitet. Das ist sehr schön und das soll doch das perfekte Folgenende sein, auch wenn diese Folge leider nicht sehr viel passiert ist, aber wir haben eine neue Basis in Auftrag gegeben, haben Energieanzüge ausrüsten können und ein paar Soldaten umbenannt. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich würde mich natürlich freuen, wenn ihr bei der nächsten Folge auch wieder mit dabei sein würdet, bei der hoffentlich ein kleines bisschen mehr passieren wird. Und ich sage einfach bis dahin und ciao.